Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Reihe Historische Ereignisse des 19. und des 20. Jahrhunderts. Heute sprechen wir über das große Thema, den großen Themenbereich des Nationalsozialismus. Aber wir sprechen nicht über Adolf Hitler, den Holocaust, Judenverfolgung und die anderen großen Themen dieser Zeit, sondern heute sprechen wir über die zwei großen Organisationen, beziehungsweise zunächst einmal eine große Organisation des Dritten Reiches, eine Organisation, die Hitler dabei unterstützte, überhaupt an die Macht zu kommen, eine Organisation, ohne dessen Mithilfe die Machtergreifung der Nationalsozialisten eigentlich undenkbar gewesen wäre. Und zwar sprechen wir über die nationalsozialistische Sturmabteilung, sprich die SA. Was genau diese SA war, welche Rolle sie für die nationalsozialistische Bewegung, die Hitlerbewegung spielte und welche Rolle sie dann im Dritten Reich einnehmen sollte, darüber sprechen wir in den kommenden Minuten. Los geht's! Gehen wir zurück in die Frühphase des Nationalsozialismus, also in die frühen 1920er Jahre. In einer Zeit, in der Adolf Hitler noch relativ unbekannt war und in einer Zeit, wo die Weimarer Republik ja gerade erst neu entstanden war und noch einige Jahre vor sich hatte, bildete sich bereits eine Gruppe innerhalb der NSDAP bzw. in direkter Nachbarschaft zu ihr, und das war die sogenannte SA, die auch unter dem Namen Sturmabteilung bekannt werden sollte. Diese Sturmabteilung war ursprünglich eigentlich eine sogenannte Sportabteilung gewesen. Doch das war natürlich keine Sportabteilung in dem Sinne, was wir heute darunter verstehen würden. Da wurden keine Athleten für die Olympischen Spiele oder Ähnliches vorbereitet, sondern es war im Grunde schon relativ früh eine paramilitärische Einheit, ein paramilitärischer Verband, sprich eine soldatisch und militärisch geprägte Gruppe, die sich sehr schnell zu einer sehr, sehr wichtigen Gruppe für Adolf Hitler entwickeln sollte, mit der er sein politisches Programm auf die Straße tragen konnte. Die SA entwickelte sich relativ schnell, könnte man sagen, zu einem Prügeltrupp, der eben Hitlers Gewalt auf die Straße brachte, politische Gegner verfolgte, Mitglieder anderer Parteien einschüchterte und so weiter. Die SA war zwar ursprünglich in Nachbarschaft zur NSDAP entstanden, war also ein Stück weit unabhängig von ihr, allerdings war die SA auch von Beginn an das Schicksal von Adolf Hitler geknüpft. Und je nachdem, wie gerade Hitlers Leben verlief, wenn er Höhepunkte und Tiefpunkte hatte, betraf das im Grunde ein Stück weit auch immer die SA, wie wir sehen werden. Zunächst einmal war es so gewesen, dass in der Frühphase der NSDAP die Hitlerbewegung ja einen Putschversuch in der Weimarer Republik unternommen hatte. Der sogenannte Hitlerputsch von 1923 führte dazu, dass die NSDAP vorerst verboten wurde. Denn dieser Putsch ging völlig nach hinten los. Die Idee der Nationalsozialisten, bereits 1923 die Reichsregierung zu stürzen und damit die Weimarer Republik zu beenden, scheiterte krachend. Hitler und andere Verantwortliche dieses Putsches mussten sich anschließend vor Gericht dafür verantworten, und so landete Hitler im Gefängnis. Und damit schied auch die NSDAP und die SA zunächst mal aus. Denn genauso wie die NSDAP wurde auch die SA zunächst einmal verboten. Doch was nun geschah, war etwas, was Zeitzeugen überhaupt nicht erwartet hatten, denn Hitler kam ziemlich früh aus dem Gefängnis wieder raus, anders als man es eigentlich bei Landesverrat erwartet hätte. Und damit konnte dann auch die SA letztlich genauso wie die NSDAP wieder einen Aufstieg hinlegen. Hitler schaffte es nun über die folgenden Jahre, die 20er Jahre, aus der NSDAP, aber eben auch aus der SA, eine schlagkräftige und einflussreiche Bewegung zu machen. Das spiegelte sich zwar bei der NSDAP noch nicht direkt in den Wahlergebnissen wider, aber dass diese Bewegung wuchs über die 20er Jahre, das ist unbestritten. Für die SA galt im Grunde dasselbe. Sie stagnierte teilweise eine lange Zeit bei ihrer Mitgliederzahlen, aber gegen Ende der 20er Jahre begann die SA relativ schnell zu wachsen. Es kamen immer mehr Mitglieder in diese Bewegung, denn man muss sich vorstellen, die SA war an sich auch eine relativ attraktive Truppe. Zwar waren es zunächst mal nur prügelnde Leute, aber sie hatten eben auch eine Präsenz in der Öffentlichkeit, denn die
SA schaffte es relativ schnell überall in Deutschland, kleine Ortsverbände zu gründen. Die SA mit ihren braunen Uniformen, die sie trugen, waren relativ präsent auf der Straße und man konnte sie im Grunde kaum übersehen. Und das nützte natürlich Hitler, denn das war ja Werbung. Damit konnte man zeigen, schaut mal, wir sind einflussreich und wir werden hier auf kurz oder lang das Ruder im Staat übernehmen. Im Jahre 1933 hatten dann die Nationalsozialisten tatsächlich das Ruder im Staat übernommen und damit auch die SA. Doch die SA, die in den 20er Jahren für Adolf Hitler eine so wichtige Gruppe gewesen war, zu seinem eigenen Schutz, aber auch letztlich eben um sein politisches Programm auf die Straße zu tragen, politische Gegner einzuschüchtern und so weiter, diese SA wurde jetzt plötzlich gefährlich. Und das hing ein Stück weit mit dem neuen Anführer der SA zusammen, nämlich dem Chef der SA seit 1931, ein Mann namens Ernst Röhm. Röhm war ein alter Wegbegleiter Hitlers gewesen, der schon beim Hitlerputsch 1923 an Hitlers Seite gestanden hatte. Doch das Problem war, dass Röhm in Sachen Machtgier und Ambitionen Hitler im Grunde gar nicht unähnlich war. Denn auch Röhm wollte nun einen Platz im Staat haben für die SA. Denn Röhm stand auf dem Standpunkt, die SA hat Hitler zu dem gemacht, was er ist. Die SA hat dafür gesorgt, dass die Nationalsozialisten überhaupt die Macht ergreifen konnten. Und deswegen ist es gerechtfertigt, dass die SA jetzt ihren Platz im Staat einnehmen muss. Sie darf nicht einfach nur eine Prügeltruppe bleiben, sondern sie muss eine große Rolle in diesem neuen Staat spielen. Das sorgte für Probleme, mit denen Hitler dann konfrontiert war. Denn Hitler hatte nun das Problem, dass er vermitteln musste. Er hatte auf der einen Seite die SA unter Ernst Röhm, die nun immer weiter anwuchs, hunderttausende Mann mittlerweile umfasste und quasi eine kleine Armee im Staat geworden war. Und diese kleine Armee wollte jetzt nun auch im besten Falle die offizielle Armee des Dritten Reiches werden. Doch das konnte natürlich der traditionellen Reichswehr, der offiziellen Armee, die man aus der Weimarer Republik letztlich ja übernommen hatte, überhaupt nicht recht sein. Denn diese Reichswehr hatte sich über Jahre Einfluss und Prestige aufgebaut in der Weimarer Republik, das mit quasi in das Dritte Reich, das sogenannte Dritte Reich, übernommen und war nun nicht bereit, das mit irgendeiner hergekommenen Prügeltruppe wie der SA zu teilen. Das stellte Hitler, wie gesagt, vor ein Problem. Er musste sich im Grunde entscheiden. Entweder die Reichswehr, denn die brauchte er letztlich, denn Hitler plante früh einen Krieg, wie wir sehen werden, oder auf der anderen Seite sein alter Weggefährte Ernst Röhm und die SA. Doch wer nun denkt, Hitler hat sich natürlich für seinen Kumpel Ernst Röhm entschieden, den kannte er ja aus früheren Tagen, natürlich stand er auf dessen Seite, der sollte hier irren. Denn tatsächlich war es so, dass Hitler hier letztlich zeigte, dass seine Machtgier im Zentrum seiner Bewegungen und seines Denkens stand. Er kannte zwar die alten Kameraden und Freunde aus der früheren Zeit der 20er Jahre und er schätzte die auch, aber wenn sie im Weg standen, auf dem Weg zu seiner Macht, dann mussten sie weg. Und das sollte Hitler nun zeigen. Mit dem sogenannten Röhm-Putsch beschuldigte Hitler die gesamte SA-Führung eines Putschversuches gegen ihn. Das gab der Reichswehr, der SS, der anderen einflussreichen Organisation im Dritten Reich und Hitler selber einen Grund, Röhm und seine Anhänger aus dem Weg zu räumen. Im Anschluss versank die SA dann in der Bedeutungslosigkeit und ebnete den Weg für den Aufstieg einer weitaus kleineren Organisation, die aber nun in die Fußstapfen der SA treten sollte, und das war die SS. Doch was die SS war und welche Rolle sie spielte im Dritten Reich, darüber sprechen wir dann in einer anderen Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei welcher Episode und welchem Thema auch immer. Macht's gut!